So, da sind wir wieder. Wir sind, beziehungsweise ich soll nicht immer von wir reden, ne? Ihr guckt ja bloß zu und denkt und freut euch bestimmt so, so ein Loser. Stirbt da so bei so fünf Razornet. Da mache ich einfach Marvin Mode an, ne? Und schon sind die Viecher platt, ne? Aber nee, ich mach das halt an so und, na, also rede ich jetzt einfach mal in der Ich-Form. Hey, ich mach das Ganze, siehst du? Wurdest du gerade von dem Razor gebissen oder wurde ich? Ja, namenlose Welt, du wurdest von dem. Also, dieser Naseweiß geht mir echt langsam so aus auf den Keks und du verdammte Pappnase. Nase, Nase. War jetzt gerade in diesen letzten 5 Sekunden mein Lieblingswort Nase, also Pappnase habe ich gesagt, Naseweiß und ja, Nase allgemein. Schnauze, ja, halt die Schnauze! Komm schon, den wirst du doch packen, Mensch. Na, also. Ja, geht doch. So. Dann heim uns mal, ne? Ha, du Snapperleiche. Haha, da blinkst du nur so. Maximal plus 10. Ja. Stattlich, stattlich, ne? Riordian hat uns ja schön mit Tränken versorgt. Das kann er gut. Der alte Kick. Aber sonst kann er auch nichts, ne? Trotzdem, er ist halt mal da. Tolerant müssen wir sein. Hoppala. Und, ja, machen wir all die anderen. Jetzt müssen es noch drei sein. Ich glaube, mit denen werden wir so fertig. Aber ich bin ja da nicht sicher, ne? Was glaubt ihr, ne? Jetzt könntet ihr mir zum Beispiel helfen. Aber was macht ihr? Ihr tut's nicht, ne? Nein, ich muss schon wieder aus freiem ha Bauch raus entscheiden. Und ich glaube, das ist keine so gute Idee gewesen. Aber, naja. Ey, warum weichen die so aus, ne? Die haben doch einen Knall. Die machen den Slimer auch nicht leicht, ne? Ja, ihr habt nicht. Ist ja gut. Ist ja gut. Ihr bekommt schon jeder. Die denken sich. Wer bekommt wohl meinen Oberschenkel? Der rechte, der linke? Keiner. Keiner bekommt ihn. Den wäre halt schön ich. Ich möchte damit noch ein bisschen Tango tanzen. Also, ich will das jetzt schnell erledigen, deswegen lock ich die jetzt einfach. Mache ich jetzt einfach auf die schnelle Taktik. Ich lock da jetzt auch keinen raus, um dann einzeln mit jemandem zu kämpfen. Nein, ich hau die jetzt einfach mal so zu. Ach, kleine handliche Eiswürfelchen. Ich dann schön in meinen Metaxa rein tue. Und den dann mit Gravo runterkipp. Damit ich wieder alles blau sehe. Am Stausee. Oh ne, Feuer war an. Tumor soll es auch mal den jetzt nicht gesehen haben. Den haben wir nicht gesehen, alles klar. So. Dich habe ich aber gesehen, du hässlicher Drecksrazor. Okay, also ich soll nicht mehr so rassistisch gegen diese Razor vorgehen, ich meine. Die sind halt einfach nur sauer, weil wir Menschen sie jahrelang unterdrückt haben, indem wir sie gegessen haben und keine Dokumentationsfilme über sie gedreht haben und deswegen sind sie da so ein bisschen sauer, also. Das ist egal. Ah, was geschieht nun? Aha. Nun denn. Was ist hier? Orkblatt. Keine Untoten, bitte keine Untoten. Hey, sieht ja ganz sauber aus, ne? Außer die Pilze. Oh, ein, zwei Trüchen. Drinnen ist ein Schüchen. Ach, drinnen ist gar nichts. Na toll. Was soll denn der Mist? Wenn der andere nichts ist, dann. Ah, naja. Immerhin. Eine Fackel, ein paar Flaschen Bier und ein Fell. Wow, was für eine Ausbeute. Ne? Ganz ehrlich. Da habe ich schon mehr, habe ich schon bessere Truppen. Was ist das? Trank der Macht. Stärke und Geschick plus 4. Woher habe ich den? Maximale Mana plus 10. Oh. Stattlich, stattlich. So, naja, sind wir schon ganz schön stark geworden, ne? Aber gegen 5 Razor kommen wir immer noch nicht an und den Feuerwaran haben wir jetzt doch gesehen. Ich bin ja nicht blind. Aber der sieht uns jetzt und denkt sich, oh, mir ist kalt und jetzt sieht er Flatsch. So. Kann ich eigentlich den plündern? Nee. Das müssen wir noch lernen, so Feuerzunge und Schuppen und so, was weiß ich, was man den alles nehmen kann. Ich bin ja kein Jäger. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Und die Beißer, das sind so, ja, denen werden wir uns nicht die Zähne ausbeißen.
Die sind jetzt so vielleicht nur so zum, damit wir noch warm bleiben, ne? Damit wir nicht so vollkommen immer alt. Ich meine, in dieser kargen Landschaft läuft einem ja nicht immer so ein Monster über den Weg. Rechts ging es zu den Golems. Ja, das waren noch Zeiten, ne, vor so ungefähr zwei, drei, vor zwei Parts war das, ja, also. Das waren vielleicht noch bombastische Zeiten, ne. Ja, aber jetzt sind wir hier, wir müssen ans alte Kastell hoch und ich kann euch sagen, das wird wieder ein ätzend langweiliges Gespräch, beziehungsweise für mich nicht, weil ich finde, Urshak finde ich recht cool. Ich mag den Kerl, den, und ihr von Krushak, alle Orks weinen. Und Krushak groß stark werden. Und Scheiße. Ja, aber ich weiß nicht, wie es so für euch läuft. Ne? Ob ihr dann sagt, nein, jetzt hat er doch schon mit Xordas die ganze Zeit geredet, ne? Ach, spul einfach mal vor. Klick, 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 klick. Nein. So. Aber wen interessiert schon, was euch denkt, weil es geht hier um mich. Das habe ich Anfang von diesem Video sogar klar gemacht. Es geht um mich. So. Und übrigens, wir haben nur gegen die Light-Versionen von den Orks vorhin gekämpft. Und wir haben uns sehr schwer getan, weil jetzt kommen echt die Premium-Orks. Puh, weiß gar nicht, wie wir die schaffen. Ah, blende das. Uah, ich könnte mal die Sonnenbrille langsam erfinden. Okay, das ist noch eine Light-Version. Eine super mega Light-Version. Drei Schläge. Kann man da pfeifen oder auch, ne? Oh, was haben wir hier? Ah, also zäunen könnten die das vielleicht mal, ne? Auch wenn hier eh keiner langlaufen wird. Na, ich höre es schon. Das ist Urshak mit seiner Fackel. Hier ist auch noch eine Light-Version. Schön, du kannst blocken. Du warst mal auf der Ork-Schule. Ist übrigens zu vergleichen mit unserer Baumschule, die wir im Moment haben. Aber, ja. So, jetzt kommen wie gesagt die Premium-Orks. Gut, da sind sie, die orkische Tempelgarde, Tempelritter, Tempelwichser, wie auch immer. Hauptsache, sie sind laut und wollen mich übertönen. Das ist ihre Taktik. Sie wollen mich übertönen, damit. Ah, oh, jetzt sind sie zwei. Jetzt habe ich keine Chance mehr gehabt, ne? Tja, Urshak muss ohne mich kämpfen. Das macht Urshak traurig und mich erst recht, weil ich nicht mit Xaras weiterreden, wenn Urshak nicht überleben. Und weiter geht's. Und da sind wieder die Lauten. Und jetzt friert mal schön ein, ihr Verdammten. Na, jetzt kann ich eigentlich leise sein, weil sie auch ruhig sind. Tja, kaum sind sie in den Eisberg eingefroren, so halten sie das Maul. Also, mit denen ist echt was. Hey, Urshak. Hallo, da lebt noch einer. Hey, Urshak. Also, wie gesagt, das sind echt die Premium-Versionen. Die sind so wie. So, Urshak, ich dich. Retten Leben, was du jetzt machen mit mir. Du willst mich auch. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Tja, da kann man nichts machen. Ne? Wer bist du? Name Urshak. Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schaman. Ah. Ja. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak ist ein Sklave bei Menschen in Nina. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Na, Winter, ne? Moment, wir hatten Sklave den in der Winter Mine? Erst letztes Mal. In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Ah, ja. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Haben passiert auch hier mal, ne? Vor Krushak. Sonst siehst du, ich bin ja auch hier. Ich bin auch in Ungnade gefallen. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja. Menschen oh, sagen, das ist Krushak. Was weißt du über den Schläfer? Krushak. Fünf Brüder seien gewesen, seien viele die Winter Fanta vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals.
haben gebaut Tempel in Erde für Kruschak. Das müsste diese Stadt gewesen sein, von der Xardas geredet hat. Das hab ich mir echt nicht abgenommen. Mit unter der Orkstadt. Ah ja, genau. Bestätigst mich sogar. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Kruschak. Aber Kruschak gewesen böse. Das Herz Kruschak von Davy Jones. Kruschak versuchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Kruschak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Kruschak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Kruschak. Achso, das sind Untote. Jetzt hab ich's gecheckt. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Also was du da erzählst, ist echt nicht witzig. An der Oberfläche nichts unternommen. Untote, ne? Ganz ehrlich, vor denen habe ich Schiss. Brüder von heute an. Siehst du, langes Gespräch, das geht sogar schon mitten in die Nacht rein, ne? Ganz toll. Nicht werden böse. Kruschak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Kruschak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urschak. Ja, deine Brüder, ne? Brüder schlagen alle bekloppt hier. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Ja, bring mich mal da schön hin. Urschak. Fremde retten Urschak.